Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier beim Jürgen. So, jetzt fahren wir mal. Erstmal müssen wir den Kram hier aussetzen. Ne? Würde ich sagen. Lass das. Die Wagen müssen wir aussetzen. Genau, die Wagen setzen wir aus. Und dann. Na, guck, der ist auch schon angekommen. Da können wir dann schon auf. So schalten. Hier müssen wir auch auf die Seite, ne? So. Dann kriegen wir hier Kohle. Der Kohlendings ist nämlich auch nicht viel drinne. Das heißt, er wird auch leer. Wenn wir heute Abend wiederkommen, können wir quasi den Kohlenwagen wieder mit rausnehmen. Gehe ich mal von aus. Oder gehe ich mal stark von aus, sagen wir so. Frage ist, wie viel Diesel können wir hier reinpacken? Ich weiß ja nicht, wie groß der Dieseltank ist hier unten drunter. Aber es wird sich zeigen. Der kommt dahin und der kommt da. Ja, dann passt das doch. So. Reicht mir nichts an. Na gut. Der ist ein bisschen tiefer, ne? Nur bloß, jetzt bloß wisse, wie ich die stoppen muss. Hier sieht man auch nirgendwo einen Anschluss zum Tanken. Na, gucken wir mal. So. Oh. Achso, das ist die Lok. Na klar. Ah, okay. Die geht einfach unter die Lok hier so und dann tankt die. Gut, da gehen 600 Gallonen, glaube ich, rein. Wie viel haben wir am Start am Anfang gehabt? 150? Na, hat die doch einiges verbraucht jetzt mit dem Rangieren und alles, aber geht eigentlich noch. Ah, das werden wir sehen, wenn wir hinten im Ding sind. Wie voll der Tank da noch ist. Ja, wir haben nur Witty und Bryson. Dings hinten war kein Diesel. Andrew müssen wir dann Diesel wahrscheinlich haben. Das dauert jetzt ein bisschen.
Ist noch nicht viel rausgeflossen. Da ist auch noch nichts rausgelaufen. Und der hat nur noch 12 Tonnen. Naja, gut, das wird alles noch ein bisschen dauern. Hackt er sich alleine aus, wenn die voll ist? Nein. 600 ist voll. Okay. Das läuft sehr langsam. Aber er läuft. 200 sind schon raus. Ja, okay. Ja, hier bewegt sich leider nicht viel, ne? Kardanwelle oder so haben wir keine, ne? Das ist anders angetrieben. Ach ja, dann setzen wir uns halt wieder. So, können wir eigentlich durchdonnern, wenn die Weiche richtig ist. Ist richtig. Macht komische Geräusche irgendwie. Oh
Aber gut, kann man sich dran gewöhnen. Und man kann schön rausgucken. Etwas besser als an den Dieselloks, an den Dampfloks. D-Lok wollte ich sagen, aber habe ich falsch gesagt. Na gut, dann schauen wir mal. Da müssen wir gleich mal gucken, dass wir den Personenzug losschicken. Weil der hat jetzt eine weite Strecke. Oh wei. Wir fahren aber erstmal bis Wittier, würde ich sagen. Wir stellen das Zeug raus und fahren mal mit der weiter. Oder in der Zeit tun wir dann den Personenzug losjagen. Hier geht es ein bisschen bergauf, ne? Meine ich. Aber meine ich nur, weiß ich jetzt nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich jetzt nicht. Ich meine es. Ja, und was wir jetzt bräuchten, wäre oben in Andrews. Eine Lok, die quasi hier geht's weg ab. Okay. Die da oben ausrangiert. Das ist schon mal eine zweite Person. Das ist besser, wenn wir das komplett stoppen. Aber passt dann alles in... Das ist das Problem noch, ne? Naja, werden wir sehen. Wir werden sehen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oben.
Da ist ein Auto. Einzigste Auto auf der ganzen Strecke. Glaube ich. Weiß ich nicht, glaube ich. Kannst du mal diese Anzeige wegmachen? Dankeschön. Da habe ich wieder mein Dieselgeräusch. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dagegen nicht einpennen. So kann man es noch aushalten. Und da klong, 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 klong. Jedes Mal gegen die Augen weiter zu. Jetzt kommt die schwierige Phase in meinem Leben. Nicht einzuschlafen während der Tour. Also es könnte passieren, dass ich plötzlich irgendwo durchfahre und ihr euch fragt, nanu, warum fährt er durch? Wollte der hier nicht was machen? Dann habe ich meine gemütliche Phase, sagen wir mal so. Ich mache das auch wieder, wie gehabt. Wir fahren bis Bryson. Also Whittier setzen wir aus, Bryson setzen wir aus. Dann fahren wir hoch zur Kohlenmine und mit der ganzen Kohle fahren wir wieder zurück nach nach Silver. Bringen dann den kompletten Zug weg. Muss ich bloß gucken, dass ich die Dampflok irgendwo zwischentanken tue. Das könnte ich eigentlich in da haben wir ja Kohle. In Natala. Da fahren wir unterm Kohlenbunker durch. Mit dem Personenzug. Genau. Da machen wir die voll und dann fahren wir weiter. Aber erstmal müssen wir noch überall anders hin. Das wird auch noch ein bisschen Gurkerei. Sag ich mal so. Der ist auch noch okay.
Ja, wir haben jetzt eine Menge Arbeit dazugekommen. Da oben weiß ich noch gar nicht, was da überhaupt ist. Was wir da machen müssen, ob wir da überhaupt was machen müssen. Ob wir überhaupt da hinkommen. Ihr werdet nachher sehen, die Strecke, die wird, ja, lustig werden, sagen wir so. Jetzt haben wir in Andrews, haben wir jetzt Wagen stehen, die müssen wir so oder so holen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Das wird halt so. Ach herrlich, ne? Ist zwar nicht so ein langer Zug, aber es geht eigentlich. Wir werden uns sehen, wenn wir mit der Kohle zurückfahren, wie sich die Lok schlägt. Also das heißt, das werden jetzt mindestens für den einen Tag, den wir jetzt heute haben, bis alles fertig ist. Also geht mal davon aus, dass wir mindestens 6, 7, 8 Folgen dafür haben, davon haben. Wo ich bestimmt 4 oder 5 Folgen direkt jetzt zusammen mache. Also 6 Gallonen hat es schon verballert. Was ich dann aber machen werde, wir werden Wittier komplett aufschließen. Das heißt, wenn die Kohle weg ist, komplett, wird da auch nichts mehr hinkommen, keine Kohle mehr hinkommen. Und wenn es dann soweit ist, werden wir auch das Öl da wegholen. Und da muss ich gucken, wo ich das hin tue. Wahrscheinlich werde ich dann nach Andrews tun. Besser ist das. So, sind wir ja gleich in Wittier. Ja, noch zu früh. Ist noch zu früh gewesen. Entschuldigung. Jetzt muss ich warten. Wie sieht es mit der Luft aus?
Aber nur A2 anzeigen, ne? Dann weitet sie mich runter. Gucken, ob die hoch geht bis 90. Wahrscheinlich, ja. Weil die steht auch bei 20. Was machen wir denn hier vorwärts, rückwärts? Da ist er. Okay, da haben wir, da kommt jetzt gleich die Weiche. Ah, ich lasse erstmal den Person zu sein. Der muss heute mal. Er hat heute mal Pause. Sagen wir mal so. Ja, dann bleiben wir mal stehen. Das ist der Dieselstand. Ja, hinter dem Tankwagen. Müssen wir abhängen. Ja. Ein bisschen Gas geben, ne? Oh, es geht nicht. Ich kann aus der Lok raus nicht schmeißen. Ja, komm, bleib stehen. Zu weit. Naja, gut. Aus dem Fenster raus können wir die Weiche nicht schmeißen. Das ist doof. Ein bisschen blöd gemacht. Ja gut, okay. Gut zu wissen.
Och nö, komm. So steht er rückwärts. Versteht jetzt auch kein Mensch, ne? Dieses Geräusch, da kriege ich gleich wieder schwere Augen. Unglaublich. Zurück in der alten Heimat. Schon lustig. Oh, der war jetzt aber schnell vorne. Da ist der Platz. Na gut. Fahren wir mal weiter, gucken wir mal an, was unterwegs noch so alles ist. So, da haben wir Fenster offen. Und hier aus können wir die Weichen schmeißen, alles klar. Fenster können wir hier nichts machen, ne? Nee. Okay. Da ist die Tür. Oh, da ist die Tür. Ja, du kriegst jetzt gleich Gesellschaft. Hier können alle weg. Sehr gut.
So, dann schauen wir mal, was wir hier am Ausrangieren haben. Ella, kann sein, dass wir da einen Wagen rausholen müssen. Achso, Sicherung. Hier haben wir einen. Und bis jetzt gehen alle nach Silber. Achso, ja, ich hatte das Ding so ausgeschaltet. Geht alles nach Silber. Die bleiben auch hier. Gut. Dann schauen wir mal. Ja, ist massig beigekommen, Arbeit. Also zumindest Arbeit ist massig beigekommen. Ja. So, da kommt gleich Ella. Dann gucken wir da, ob da was rangiert werden muss. Jetzt haben wir nur den einen da. Die kommen alle raus. Den einen da.
Ja, da muss was raus. Da müssen wir eh hier ran hier. Gut, dann können wir erstmal nachher runterfahren nach Ella. Oder den nehmen wir direkt mit. Würde ich fast sagen, ne? Fahren wir nachher hier rein. Wenn wir die Kohle zurückbringen und nehmen den einen Wagen mit. Dann ist er weg. Das passt dann schon. Jo. Würde ich jetzt erstmal so vorschlagen. Jo, geht doch. Das zieht hier ganz normal durch. Ohne zu murren, ohne zu... Ja gut, Gas geben muss er natürlich. Aber noch nicht mal Vollgas, guck mal. Das war jetzt nicht Vollgas die ganze Zeit. Da kann man eigentlich nicht meckern. Ah, jetzt geht das Beruf wieder los. Viermal, bis wir da sind. Kann ich auch nicht wegschalten. Ich werde KI gesteuert. Ach doch, jetzt macht er den Blöd aus.
Obwohl das Ding eine Bimmel dran hat, ne? Na egal, macht ja nichts. Kaum Sprit verbraucht. 583. Bin nicht viel. 20 Gallonen ungefähr. Ja gut, nachher den Berg hoch. Die Kohlenmine werde ich ein bisschen mehr Sprit brauchen. Das ist klar. Lass mal gucken, wie viel wir überhaupt brauchen. Auf jeden Fall müssen wir Andrews, müssen wir einen Dings machen. Gucken. Milestones. In Andrews, ja. Diesel voll in Andrews. Das müssen wir haben. Auf jeden Fall. Jetzt können wir Signale. Oh, das ist immer teuer, ne? Ach, ich muss die Signale erst machen. Nach Bryson, okay. Signale nach Bryson und dann kann ich weiterbauen. So, hier haben wir auch den Wagen können wir ausrangieren, okay. Ansonsten sehe ich noch nichts. Die anderen sehe ich noch nicht. Das sieht alles nicht so aus, als wenn er draußen muss. Ja. Naja, dann. Verkehrt rum. Naja. Die Lok ist verkehrt rum.
Genau, den drüben können wir nämlich mit direkt mitnehmen. Weil wir dann ja sowieso diese Bahn zurückfahren. Genau, dann nehmen wir den mit, von Ella den nehmen wir mit und dann fahren wir hoch. Aber Bryson auch schon ausrangiert. Na, ist egal. Passt schon. Ach, da haben wir einen Güterwagen für die Kohlenmine. Auch nicht schlecht. So, dann lassen wir die anderen lassen wir hier stehen und die lasse ich hier vorne stehen. Die sind schon mal in der richtigen Reihenfolge. Das ist auch gut. So, dann würde ich sagen, nächste Runde fahren wir zur Kohlenmine. Tanken kann ich jetzt eh hier nicht. Ansonsten haben wir hier auch nichts, was wir rausholen müssen. Ja, hier sieht alles gut aus. Erzählt ihr beim weniger, ne? Oder habe ich gesagt, je mehr wir Strecke kriegen, umso weniger Rangierarbeiten haben wir. Das war schon früher mal dann. Sehr komisch. So, jetzt gucken wir mal, eben ob wir die Farbe so hinkriegen, wie ich sie haben will. Das ist schon gut. Eigentlich ist es schon gut. So. So möchte ich sie haben. Sieht schon lustig aus, die Karre, ne?
Ja, okay. Das heißt, nächste Runde fahren wir hoch zur Kohlenmine. Ich könnte die hier eigentlich nachher mal umdrehen. Dann haben wir sie wieder in der richtigen Reihenfolge wie alle Loks. Na, leider, warum die so rumsteht, weiß ich nicht. Na, ist auch egal. Na gut, dann würde ich sagen, das war's dann erstmal für heute. Danke fürs Zusehen und jo, bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Einen schönen Abend. Bye bye.